Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Fortnite auf der Xbox One X im Multiplayer nach zigtausend Updates und hallo Vogelmann, hallo. Hallo Toni. Ich grüße dich. Ja, liebe Leute, was ist passiert? Warum gab es jetzt so lange kein Fortnite mehr? Und warum Videos? Das möchte ich einfach mal ganz kurz erklären. Ich habe gerade extreme Probleme wieder mit der Technik. Ich habe, glaube ich, so an die 4-5 Videos schon für euch gemacht. Darunter war Fortnite, darunter war noch einmal Forza Horizon nochmal im Multiplayer, darunter war zweimal Monster Hunter im Multiplayer, darunter war PUBG mit Vogelmann gewesen. Also das waren 5 oder 6 Videos, die ihr eigentlich in den letzten Tagen hättet gucken können, aber es funktioniert nicht. Also die Aufnahmen werden nicht gespeichert, ich habe keine Möglichkeiten, ich bin noch die ganze Zeit mit den Support am Schreiben, was da los ist und warum alles rumspinnt an der Technik. Ob dieses Video später auf YouTube wieder sichtbar ist, weiß ich auch nicht. Also das kann passieren, dass dieses Video auch in Luft auflöst. Also Vogelmann, vielleicht bist du gar nicht da. Vielleicht bist du und ich bloß eine Fata Morgana. Unserer selbst. Oh. Ja. Ja, stimmt. Richtig. Okay. Nebenbei zeige ich natürlich an, Fortnite hat natürlich auch Updates bekommen. Darunter haben wir hier Outfit Party Liebe. Na, wenn das nicht kuschelig aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann gibt es hier eine Armbrust mit niedriger Schussrate, die durch unendliche Munition stetig abgefeuert werden kann. Ach, unendlich. Oh, das ist aber. Okay. Unendlich. Unendlich ist nicht schlecht, Vogelmann. Und zeitlich begrenzter Modus Schießtest 1. Anpassung der Zielgenauigkeit des Schadensmultiplikators und der Schadensreduzierung auf Distanz. Ja, okay. Das müssen wir jetzt noch nicht unbedingt machen, Vogelmann. Ich würde sagen, du kannst auch eigentlich direkt starten. Ach, hier, ja, du auch. Muss auch bereit drücken. Ach so, ich muss drücken, ne? Entschuldige. Ich muss ja bereit drücken. Ich habe vergessen. Allgemein richtig. Hoffe ich, dass ich die ganze Steuerung nicht vergessen habe. Es ist jetzt schon wieder ein Weilchen her bei mir. So ein bisschen. Bei mir auch. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. So, aber ich hoffe, dass das heute klappt mit der Aufnahme. Ich hoffe, dass ihr da draußen einigermaßen eine gute Qualität habt, dass man uns hören kann und dass ihr vor allem ein Video seht. Das ist das Wichtigste. Weil das ist, Vogelmann, es gibt nichts Frustrierenderes, als wie wenn man 5 Videos macht, die alle irgendwie eine halbe 45 Minuten sind, verstehst du? Man die besten Themen hat, man denkt, oh, das war eine gute Folge, du hast echt viel erzählt, es war spannend, es war unterhaltsam, weißt du? Und dann hat man kein Video danach, das ist so nervig, ne? Das ist frustrierend, ja. Das ist richtig frustrierend, da verliert man wirklich die Lust, ne? Und ich mach's ja nun wirklich, liebe Leute, ihr wisst ja alle da draußen, ich mach's ja nur als Hobby. Ich will ja damit mit YouTube kein Geld verdienen und mir macht es ja einfach Spaß, oder auch mit dem Vogelmann das einfach zusammen zu machen, das macht einfach Spaß. Und das ist dann aber ärgerlich, wenn man etwas 10.000 Mal macht. Vogelmann, nach rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links? Links. Links, okay. Spring raus auf A. Wie weit nach links, wie weit nach links, so weit wie es geht? Ja, so ziemlich weit, so weit wie es geht, genau, wie immer. Man hat ja jetzt hier keine Dings, wie weit man fliegt, aber... Was hältst du denn von diesem Bauernhof da unten? Bauernhof? Ach, da hinten, ja. Das Feld hier. Das sollte man eigentlich gut anvisiert bekommen. Komm, hier, geh mal runter. Können wir noch ein Stückchen weiter? Oh, guck mal, wir können noch weiter. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, da hinten ist ein Haus. Zwei große Häuser. Ja, genau die. Das sollte sogar mit der Landung relativ gut passen. Dass ich auf dem Dach lande. Boah, das war. Mein Gott, das war vor allem auch genau. Beide zeitgleich hier, ne? Das war schon. Wir sind schon harte Jungs. Okay, hier oben gibt's nichts. Und ich merke gerade, ich muss auch die Tonoption nochmal machen. Ich höre nämlich gar nichts. Ich hab gar keinen Endgame-Ton. Ich hab noch Stummfilm. Stummfilm okay, ist gut. Ich hab zumindest erstmal eine Schrodi zum Verteidigen. Sollte wer kommen. Ich auch. Denk dran, wir brauchen Materialien, ne? Fortnite ist halt, ich habe das letztens auch nochmal in so einem kleinen Bericht gelesen, und zwar auch, wo sich so die Community so ein bisschen mit einbringen konnte in den Kommentaren, und da auch nochmal gesehen, dass viele Leute wirklich schreiben, also so normale Leute wie du und ich, Pokémon, wollen einfach mittlerweile da einfach nur noch, ja, ich sag mal so, die Fortnite Pro-Gamer drinnen sind, und hat er wer geschossen oder was nur das? Ich hab's nicht gehört. Okay, gut. Ja, ich muss gerade den Ton anmachen. Deswegen, ich hab nur irgendwelche Geräusche gehört. Also ich hab bloß eine Schrodi. Wenn du noch irgendwo eine Fernwaffe findest, sag Bescheid, ne?
Ich habe eine Fernwaffe, ja. Ja, ich meine unabhängig von deiner Fernwaffe. Nein, und dann ging es natürlich auch darum, dass halt wirklich irgendwie die Leute sagen, ja, in dem Spiel wird man sehr, sehr selten der erste Blatt. Also anders als bei PUBG. Bei PUBG kannst du auch als Noob gewinnen. Ja, gegen Bros. Wohl hier, aber hier schon alleine diese Baufähigkeit, das drauf zu haben, wer das am Ende richtig gut beherrscht, der hat halt einfach mal die besseren Karten. Oh, hier sind die Lagerfeuer. Nee. Eine Waffe. Eine Standardwaffe ist aber egal. Vogelmann, ich habe jetzt eine Fernwaffe. Mann, wie schön. Guck mal, stell die mal hierher. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Stell die mal hier hin. So, liebe Leute, guck mal. Als ob Vogelmann in den Spiegel gucken würde, wa? Krass, Also diese Vogelmann, Ähnlichkeit. Diese sogar Ähnlichkeit. Toni guckt mit zu. Ja, ich weiß, ich bin halt ein kleiner süßer Teddybär. Aber cool, sah niedlich aus. Gibt es das schon länger, diese Ja, Hotspots? So, ich würde da mal habe ich reingehen. jetzt gerade Bitte zum nicht ersten Mal gesehen, reingehen, muss ich ehrlich bevor du mir die gestehen. Munition klaust. Man sammelt doch mal Ich will da gar automatisch nicht die reingehen. Munition auf. Ach so, das ist für die Schrodi. Magst du auch so eine Schrodi haben oder nicht? Ja, habe ich schon. Ach, hast du schon. Na gut. Na gut, ich sehe schon. Aber grafisch ist das gerade wieder Ach so ja, ein ich absoluter habe ja noch. Wow-Effekt bei mir wieder. Das ist schon so Ja, lange, hier läuft ey. wieder was für dich. Was denn? Ich wollte nur kurz ins Haus gucken, warte. Sekunde. Ach Da muss so, ich okay, sehen. nichts. Das ist bloß eine Handfeuerwaffe. Kleiner Trank. Komm. Ach, da hinten hast du den geschmissen. Hast du wenigstens ein Viertel. Joa. Viertel Energie. Das ist doch schon mal etwas. So, ich Deine gebe mir mal Schrotflinte. ganz kurz hinter die Birne. Ach so, oh, lecker. So, ich bin weiter, fertig, bereit, ja, du weißt, was ich will. Ja, ich habe verstanden. Ich sollte vielleicht erstmal Material kurz. Warte mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz, damit wir was zum Bauen haben. Wenn es nachher wieder geht, wir müssen uns irgendwie einzäunen oder keine Ahnung was. Ist, ne? Wir wollen da vorbereitet sein, Mann. Wir sind doch keine Kacknoobs, oder? Wir wollen doch cool sein. Wir wollen doch zeigen den Kids, Wir wollen die Ersten dass wir es sein. drauf haben. Wir wollen zeigen, dass man auch mit wenig Erfahrung das hier meistern kann. Ah, komm, lass uns ins Labyrinth gehen. Ja, hatte ich mir auch gedacht. Komm, du bist der Geist und ich bin Pac-Man. Ich wollte gerade sagen, wie war denn eigentlich die Musik gewesen? Ich habe die gerade gar nicht mehr im Kopf gehabt, ne? Oh, Ich ich hatte bin gerade jetzt. erschrocken. Was denn? Was waren? Da war wieder diese Puppe. Ach, Oh, ich habe die eine Armbrust Vogelscheuche. gefunden. Du hast eine Armbrust, eine unendliche Armbrust? Ja, Ich sogar hab den lila. einen Big Drank. Ja, die Puppen sind. Oh, Alter, erschreck mich nicht so. Oh. Ja. Oh, du hast mich gerade erschrocken. Du kamst gerade von hinten Ach so. angerannt. Die Puppe war nicht gefährlich. Du bist gefährlich. Warst du schon im Haus gewesen? Bin gerade in der Mitte. Ich guck mal kurz im Häuschen. Ob es vielleicht eine bessere Fernwaffe für mich gibt. Und hier ist bloß Pistole. Bist du das, der hier rumläuft mit den Geräuschen, ne? Naja. Okay. Ja, ich will nur mal auf Nummer sicher gehen. Ansonsten, ja. Was ist Die das Angst für war. Angst? So, wollen wir weiter oder was? Wie sieht's eigentlich aus, kartenmäßig? Auch gut, Ja. alles cool. Alles Wir sind jetzt cool. mal ganz locker flockig unterwegs. Ja, also bis jetzt ja. Also es kam keiner hinterhergesprungen. Wie viel leben denn überhaupt noch? 42 und so geht aber noch, ne? Also, ja gut, wir dürfen nicht vergessen, die Karte ist ja hier auch größer geworden, ne? Das ist ja. Darf man nicht vergessen. Richtig, in jedem Gebüsch, Wenn wir hinter hier in die jeder Ecke Scheune könnte gucken, einer ich brauche sein. irgendwie eine grüne Fernwaffe, wäre halt noch cool für mich. Jetzt bloß Nee, nichts nur poppen Schrotflinten kann. sind hier. Ja, ne? Schade eigentlich. Wollen wir hier Lass mal links ein Richtung bisschen City lang? hier gehen. City? Echt, ja? Ja, da hinten zum großen Leuchtturm. Ja, warte, warte, ich guck mal hier drauf. Was steht denn da Aussichtspunkt, so. drauf? Ich gehe Richtung Kritzelkraxel. Kraxel, da gehen wir hin. Ja, Kritzelkratzel. Ganz klar. Pass auf, ne? Ich spüre Gefahr. Ich spüre Gefahr, Vogelmann. Aua. Was war Ich hab nur Auge denn? gesagt. Warte mal, da Du bist leuchtet alles was Leben. Blaues. Sekunde, ich gehe da mal hin. Ist da wer gestorben?
Nee, das ist so eine Armbrust, eine blaue Armbrust. Hey. Ey, eine blaue Armbrust, unendlich Schuss. Oh, eine blaue Schrotflinte. Darf ich mal mit der... Oh, mit... oh, die hat auch ein ganz schönes Visier, ne? Ist ja wie ein Sniper. Ja. Ich will mal ganz kurz gucken und schauen. Warte mal, wenn das... Tausch mal die Pumpgun gegen die Pumpgun. Bist du ja mit dem Geräusch? Gut. Ja, ja. Ich will nur mal ganz kurz die Armbrust testen. Oh, eine Bazooka. Okay, also man muss draufbleiben geht nicht, also man muss selber schießen. Oder Intervall, okay, es geht. Aber kann das sein, dass wir Herzen schießen? Also das sind Armor-Pfeile, ne? Wegen Valentinstag. Ja. Okay, interessant. Naja, Wesen sind immer kreativ bei Fortnite, oder? Also was so Updates und so und solche Sessions angeht, sind die schon eigentlich immer ganz cool drauf, finde ich, ne? Und mal aktuell. Hast du dir gerade die Kitzel weggemacht? Kann das sein? Ja, aber ich höre das. Nee, leuchtet noch. Komm, lass mal hochgucken. Wo ist er denn? Also mal abchecken hier. Ach, da oben ist er. Guck mal. Hätte sie gar nicht machen brauchen. Vogelmann. Ach, dann lass mich doch. Hier ist eine blaue Armbrust. Blaue Armbrust für dich. Nee, nee. Wie, willst du keine blaue Armbrust? Ja und? Deswegen kannst du trotzdem eine blaue Armbrust. Du hast doch die normale Armbrust. Kannst du die doch tauschen? Ich hab, nee, davor hatte ich eine lila, ne? Ach so. Ach so. Oder ist das lila? Riech die ganze Zeit von blau, obwohl es lila ist? So, warte mal, ich guck mal hier in das Häuschen rein. Ne, hier ist nix. Vogelmann, das ist sehr ruhig hier. Muss ich mal gerade so dazu sagen. Ich find's auch relativ ruhig, deswegen. Also unheimlich ein bisschen. Oh, oder? Die müssen. Das Gute ist, oder das Blöde ist, wir sind die ganze Zeit im Kreis. Der Kreis wird immer ganz kleiner. Achso. Ja, ich achte gar nicht drauf, ne? Ich fühle mich einfach nur geil. Ich genieße ja ein bisschen die Grafik, weil das sieht einfach halt wieder bombastisch aus hier. Ist einfach schön. Ich will erstmal den Ausguck hochgehen hier. Hatte Fortnite eigentlich HDR schon, ja, ne? Fortnite hatte HDR, oder? Nee. Nee, hat nicht, ne? Nee. Hat nur 4K, nee. Ne? Hatte nicht. HDR hatten die nicht. Richtig. Ich komm mal kurz mit hoch, ich will mal ganz kurz in die Option gucken. Ich hab das schon wieder vergessen. Nee, 4K war es, aber ich glaube HDR nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt die Aufnahme hier gerade nebenbei anschaue, dass so ein leichter Graufilter drüber ist bei der Aufnahme. Gut, das kann jetzt auch allgemein daran liegen, dass es halt... Hier, nimm das Blaue. Pimp dich. Pimp dich, Mann. Pimp dich, hier oben in die Hütte rein. Dich, so, mach mal die Tür zu, ich guck mal ganz kurz. Und zwar auf Select. Hast du gerade Munition geschmissen? Oh, nett von dir. Nein, habe ich aus der Kiste rausgeholt. Und zwar, wo kann man denn Optionen machen? Start? Nee. Doch, da oben. Dann ist die Steuerung dran. Genau, und dann ist da Einstellungen. Und dann kommt hier das HUD. Nö, hier ist bloß die Helligkeit. Nee, hat er, glaube ich, genau die gehabt. Nee, dann... Nee, müsste ja, sonst muss das ja auch angehen, eigentlich. Ja. Ah, wird schon passen. So. Muss ich ja auch eigentlich mal hier voll und ganz alles anschauen, liebe Leute. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Immer noch im Kreis? Ich würde eigentlich noch gerne hier oben bleiben wollen. So ein bisschen. Wieso? Wir haben von hier oben einen mega Ausblick. Und ich kann mit meiner Armbrust, die ist ja auch leise, könnte ich jetzt von hier oben Leute abschießen. Ich könnte Liebe verteilen, Vogelmann. Schieß mal auf das Haus da vorne, was wir kaputt gemacht haben. Wie weit auf die welches Haus? Auf welches Haus? Geradeaus, auf 330, 245. Okay, das soll ich schießen. Ich schieß mal, ja, einfach aufs Dach oder was? Ja, guck mal. Wo geht doch? Ist okay, ne? Aber ich kann damit nichts kaputt schießen, oder? So wie es aussieht. Also, die Damage scheint relativ wenig gering zu sein. Gab's hier eigentlich, ich weiß gar nicht, bleib mal hier. Soll ich dir mal kurz ins Bein schießen? Nee, lieber nicht, ne? Nee, warte, ich hab da gerade was im Visier. Da wo hinten, wo die Kiste runterkommt. Wo? Ich versuche da gleich mit der Bazooka hinzuschießen. Ah, wie cool. Ja, da will ich auch mit hinschießen. Aber pass auf, aber Bazooka ist halt blöd, weil dann sieht man deinen Schuss, weißt du, von wo der kam. Ja, ja. Die zieht halt immer aber... so Spuren. Nee, da hinten nicht, das ist gefährlich, aber hier. Ja, mal erstmal beobachten, das stimmt schon. Ist ganz cool mit so einem coolen Visier, aber guck mal, die Kiste ist aber außerhalb, siehst du das? Vom blauen Bereich. Nee, die ist drinnen. Was?
Bist du sicher? Ach ja, stimmt. Aha. Okay, ja, alles gut. Weil Kisten fallen nie außerhalb des Bereichs. Sagte er. läufst du? Ah. Oh. Ein wenig. Ja, wir müssen uns irgendwie. Ja, ich mach nur hier mal bleiben. Ganz kurz. Doch gerade noch so eine coole Tür. Habe ich das denn gerade hingekriegt? Nee. Ich mach nur, damit keiner so irgendwie, weißt du, auf einmal hier hochkommt und wir hören das nicht. Weil solange wir noch im Kreis sind, würde ich jetzt schon gerne von hier oben erstmal ausspähen. Und Liebe verteilen. Ich schenke euch Liebe. Er schenkt uns Liebe. Fangt ihn. Liebe, Liebe, richt in die Beine. Kennst du das noch, die Folge von der Simpsons? Ich glaube ja. Mit Mr. Burns? Ich schenke euch Liebe. Was alle gedacht haben, er ist ein Alien. Ich sehe keinen, ne? Das gibt's ja gar nicht. Wir sind 13 Leute, ey. Also, sind wir einsam? Sind wir alleine? Wir sind alleine. Ich glaube, Vogelmann, ich glaube, sind einsam. Ja, aber dann geh mal nicht so weiter hoch, Mann. So optisch fällt das immer zu sehr auf, wenn du immer so hoch auf dem Geländer stehst. Unsere Mauer fällt auf, die wir da aufgestellt haben. Welche Mauer? Ich habe nur eine Wand hingestellt. Hast du da noch mehr hingebaut? Nee, ich habe das immer optisch verfeinert. So sieht das eigentlich ganz okay aus. Ach so, mhm. So, jetzt müssen wir gleich gucken. Und pass auf, nicht, dass wir auch weggesnipert werden, ne? Oder mit einer Bazooka abgetroffen werden. Das kann uns natürlich auch passieren. Ja. Ah, die müssen da irgendwo sein. Ich nehme auch keine Bewegungen. In die nach. Richtung kommt gar nichts. Ich guck mal kurz nochmal in die, ja. Also wenn, dann glaube ich, ist das hier mehr so oft, ich sag mal, irgendwo so zwischen 200 und 270. Irgendwo die Ecke. Ja. Ah, fuck! Hast du gesehen? Von wo? Gesehen nicht. Ich hab's nur gehört. So, jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Jetzt haben wir die Arschkarte. Wie kommen wir jetzt runter? Wir bleiben erstmal. Wir bleiben erstmal. Wir bleiben erstmal ganz cool. Wir müssen erstmal den Kreis abmachen. Wie war Tucken? Ach ja, so war Tucken. Okay. Aber er hat mich zum Glück nicht getroffen, ne? Dieser kleine Sack. Ich würde gerne wissen, wer geschossen hat. Von wo? Stell mich nur mal hier vorne hin. Du musst mal beobachten, von wo jemand schießt. Alle Ruhe. Vogelmann, kommst du? Ja. Yep. Let's go. Hast du deine Sachen? Let's go. Deine Waffen? Oh nee. Aber alles. Warum hast du eigentlich den Trank hier nicht mitgenommen? Sekunde, kurz. Weil ich den nicht benutzen kann. Ach so. Bis zur Hälfte. Ach ja, stimmt. Habe ich jetzt so vergessen. Ja, dann reicht jetzt auch hier. Ich will meine Waffe hier nicht. Ich will gerade auf keine Waffen verzichten. Ich habe zwar bloß Billigwaffen. Aber mit denen kann man sich ja auch verdecken. Da wird gebaut vor hier uns. Baum welcher? Ja. Ja. Komm. Wir schleichen uns an. Es leben noch vier Leute, ne? Gegen vier Feinde müssen wir kämpfen. Na, also nicht. So gar nicht. Kurz geschossen. Bitte? Ich lauf mal hier unten lang. Ich weiß ja nicht, wo du lang läufst. Ja. Bin oben. Alles okay bei dir? Ich glaube, bei mir unten läuft gleich jemand lang. Oh, ich konzentriere mich gerade auf die Ecke da oben. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen concentrated. Oh, ein bisschen. Wir haben da gebaut, wir müssen da hoch. Komm. Jetzt schon?
Das fällt auf, wenn wir jetzt direkt hinterher rennen, Freund. Na los, komm. Scheiße, ich bin runtergefallen. Ich komme. Guck mal, was machst du da eigentlich? Das ist eine Falle. Das ist eine Falle, was wir hier machen. Wegen dem Loot, ne? Die haben bessere Waffen als wir, glaub mir. Wollen wir runter? Da ist jemand drinne. Warte, wo? Da in dem Haus ist jemand drinne. Okay, warte, wir warten. Warte. Schieß erst, wenn er da looten will. Der hat mich gesehen, der will es erstmal noch nicht looten. Behalte es in Beobachtung. Der wird schwach werden. Ich spüre das. Gleich kommt das Blaue. Oh Mann, Vogelmann. Bisschen Angst habe ich. Boah, hab ich voll erschrocken. Halt das Blaue, behalt es noch in Beobachtung. Wir haben noch Zeit. Ich guck nochmal hinter uns. Hinter uns ist alles safe. Alles safe. Soll ich reingucken, mich opfern und gucken, ob ich ihn rauslocken kann? Nee, eher weniger, weil... Weil? Auf NW hinten, die bauen eine ziemlich große Mauer da oben hin. Ach, ich sehe schon, ja. Ich könnte mit der Besucher gehen, weil dann... Aber ich würde gerne die Munition... Also halt das mal unter Beobachtung. Ich würde gerne wissen, was in der Kiste jetzt drin ist. Komm. Wer hat geschossen? Bist du das? Nein. Hilfe! Vogelmann! Runter! Schieß runter! Ah, ich wurde angeschossen von Scharfschützen! Ich hab ihn! Auch? Nein, ich wollte. Oh, scheiße, ich wollte gerade die Schrotflinte wechseln. Ah, ich habe einen Daumen geschossen. Wieso hast du nie nach unten geguckt? Ich habe gedacht, du sollst es beobachten. Ich wurde erschossen vom Scharfschützen, habe ich gerade gesagt. Ah, Mann, warum? Da wollte ich gerade runterspringen und dann im Sprung hat der mich runtergeschossen. Dann habe ich gesagt, ich liege down. Das dann ist eine hochgekommen, weil den wollte ich mit der Bazooka erwischen. Das Geile ist, hier war in dem Haus war nicht nur der Loot drin, sondern noch eine goldene Kiste drin, ne? Also da war... Na super. Alles drin. Volles Arsenal. So. Liebe Leute, ich würde sagen, wo ich Angst habe, dass die Folge nachher wieder nicht aufgenommen wird. Jetzt haben wir erstmal so einen kleinen Test. Ich hoffe, dass das klappt. Wir sind nämlich schon wieder bei 25 Minuten. Das passt doch eigentlich ganz gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen Action gehabt. Und das war ja zum Schluss doch nochmal ein bisschen nervenaufreibend. Zumindest für uns, für euch da draußen, ihr Profis. Für euch sicherlich nicht. Ihr hättet euch bestimmt kaputt gelacht über die Situation. Aber mal gucken, also wir werden demnächst, also wenn ich sehe, dass es wieder mit den Aufnahmen klappt, dann werden wir demnächst auch wieder gucken und dann werden wir auch wieder schauen, ob wir wieder den einen oder anderen von euch mit reinnehmen und dann quasi wieder ein bisschen zusammenzocken. Also sage ich erstmal, bis zum nächsten Mal, Dankeschön an Vogelmann und bitte. Haut erstmal rein, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen und wir sehen uns dann beide in PUBG, Monster Hunter, Frotzer und bei allen anderen Games, würde ich mal sagen, oder? Was sagst du, Vogelmann? Also, haut rein, euer Sonnetchi und... Vogelmann!